Die UK Subs sind auf Abschiedstour in Deutschland und wenn euch der Name so gar nichts sagt, dann bleibt dran und erfahrt, warum ihr doch noch auf diese Tour gehen solltet. Hallo, Adrian von Tod gehört hier und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Live-Review. Und diesmal machen wir ein bisschen was anders, denn ich war auf einem Punk-Konzert. Am 28. Januar haben die UK Subs zusammen mit den Nasty Rumors im Bett in Frankfurt gespielt. Und das ist relativ zufällig gekommen, dass ich dort aufgetaucht bin, denn ich hatte jetzt gestern, wo ich das aufnehme, war das gestern, nicht viel zu tun. Habe mir gedacht, so was machst du denn abends? Bin in diese Facebook-Gruppe gegangen, Konzerte in Frankfurt. Da gibt es so einen schönen Veranstaltungskalender und da kann man dann gucken, was am Wochenende so geht. Ja, geht halt viel auch so Elektro, Deutsch, Pop und sonst irgendwas. Aber da habe ich da gesehen, UK Subs spielen im Bett und ich war auf der Website, da stand, es ist noch nicht ausverkauft. Dazu kommen wir gleich, wie sehr das nicht ausverkauft war. Oder wie ausverkauft es dann doch war. Aber ja, UK Subs. Wer sind die UK Subs? Ich habe sie vor allen Dingen dadurch kennengelernt, dass immer wieder größere Bands, bekannte Bands gesagt haben, dass sie in ihrer Jugend selber viel UK Subs gehört haben. Sowas wie Metallica oder Guns N' Roses. Deswegen war der Name mir ein Begriff, aber ich hatte ehrlich gesagt keinen einzigen Song im Kopf. Ich bin dann mal so ja, ganz unbedarft auf YouTube Music gegangen, habe mir so ein paar Alben durchgehört, war ganz brauchbar. Und ich habe mir gedacht, komm, ist nicht teuer. 18 Euro im Vorverkauf für eine Band, die in der Keimzelle des Punkrocks 1976 mit dabei war. Klar, gehe ich auf jeden Fall mit. Interessiert mich. Ich möchte auch wissen, was so die ganzen großen Bands, die in den 80ern erfolgreich geworden sind, was die so in ihrer Jugend gehört haben, was so der Reiz an so einer Band ist. Also, gesagt, getan, hingegangen und vom Bett, ich habe ja schon gedacht, ich wollte schon vor 2 Wochen auf ein Konzert gehen, das war da in Flörsheim an der Rangierbar, hier Prophet und Co. Ja, schönen Gruß nochmal raus. Da war ich auch ein bisschen zu spät und kam nicht mehr rein, aber ausverkauft. Und diesmal habe ich mir gedacht, wenn hier schon gesagt wird, der Vorverkauf lief relativ gut, es gibt nur noch wenige Karten am Einlass, habe ich mir schon gedacht, sei diesmal ein bisschen früher da. Sei ein bisschen schon mal vor dem Einlass da. Wir haben dann, Zug war natürlich auch wieder ein bisschen verspätet, 7:45, 8 Uhr war Einlass, waren wir trotzdem schon dort, haben uns direkt vor die Tür gestellt, dass wenn es aufgeht, dass wir auch drankommen. Beste war, Tür geht auf, wir gehen kommen rein. Jawohl, wird uns erstmal gesagt, wenn man kein Ticket hat, muss man erstmal warten, weil der Veranstalter erstmal schauen muss, wie voll es denn wird oder ob es überhaupt eine Abendkasse geben wird. Ja, wir haben natürlich einige zu Recht gefragt, so, man weiß doch, wie viel man vorneweg verkauft hat, dann wieso? Keine Ahnung, was soll denn das? Ich gehe davon aus, ich habe jetzt keine Ahnung, was genau passiert ist, ich gehe davon aus, dass es eigentlich ausverkauft war, aber da das Konzert ja auch wegen Corona schon mehrfach verschoben wurde, dass man wahrscheinlich von einer gewissen No-Show-Rate ausgegangen ist. Das heißt, so vielleicht 10-15% Leute kommen gar nicht oder können nicht mehr kommen oder hat sich irgendwas zerschlagen. Alles gut. Also habe ich mir gedacht, okay, wartest du halt. Ja, warte. Das hatte ich nicht geglaubt, dass man dann rein konnte und immer wieder, nee, dann kam doch nochmal ein Schwung Leute mit Vorverkaufskarten. Jo, aber am Ende hatten wir Glück, wir gehörten zu den Leuten, die noch rein durften. Und ich sag mal so, 22 Euro für die Abendkasse war jetzt auch nicht teuer. Hätten sie sicherlich noch ein bisschen höher ansetzen können für den Antrag, der da war. Was einem direkt aufgefallen ist, dass der Flo und ich, Flo kennt ihr ja auch aus dem Partisan-Video, ist auch ein Teil von Tod gehört, dass wir mit unserem Ü30-Hinterteil tatsächlich eher zu den Jüngeren oder zum jüngeren Viertel in diesem Etablissement gezählt haben. Denn ich schätze mal, die meisten Leute waren jetzt nicht unbedingt genauso alt wie die Band selber, aber sicherlich schon mal entweder über 50, teilweise auch über 60. Also war schon bunt gemischt und es war aber doch schon eher so in die höheren Regionen bunt gemischt, was das Alter angeht. Liegt sicherlich auch daran, dass die Band, wie gesagt, selbst schon seit 76 mit dabei ist, also schon gute, bald 47 Jahre auch auf dem Buckel hat. Und das Witzige ist ja, das einzige verbliebene Originalmitglied, Charlie Harper, nicht zu verwechseln mit diesem anderen Charlie Harper aus dieser schrecklichen Sitcom, diese Band ja auch erst gegründet hat, als er 32 etwa war. Das bedeutet, ja, der ist jetzt schon fast 79, beziehungsweise er wird im Mai 79 Jahre alt. Ja, Hut ab, dass man da sagt, so, ja, jetzt könnte ich mal ein bisschen langsamer machen und mal hier so ein bisschen auf Abschiedstour gehen, beziehungsweise sie haben ja nicht ausgeschlossen, dass es immer mal wieder Gigs geben wird, Festivalauftritte, gleich vielleicht auch mal so ein Auftrittswochenende oder so irgendwo. Also sie schließen nicht aus, dass es jetzt hier gerade auch in Europa nochmal auftreten werden, aber so längere Touren, das soll jetzt auf jeden Fall mal die letzte sein. Sei ihnen auch gegönnt. Sie gehören, so wie ich das mitbekommen habe, zu den live aktivsten Band mit teilweise über 200 Auftritten im Jahr, die sie teilweise absolviert haben. Also wirklich Hut ab. Und Charlie Harper hat ein sehr bewegtes Leben auch geführt. Er war schon, bevor er die Band gegründet hat, die UK Subs, auch ein recht erfolgreicher Untergrundmusiker. Erst von der Musik leben konnte er erst mit den UK Subs. Davor war er Friseur, auch eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und was soll ich sagen? Ist immer so ein bisschen unter meinem Radar geflogen, die UK Subs. Den Namen, wie gesagt, schon 1000 Mal gehört, genauso auch wie
GBH, das ist auch so eine Band, die ich auch schon Millionen Mal den Namen GBH gehört, da habe ich aber gar keinen Song von im Kopf. Klar, man kennt so die Sex Pistols, man kennt The Clash, da habe ich auch irgendwie, keine Ahnung, da habe ich auch mehrere Songs im Kopf, da habe ich auch mal irgendwie so mal ein paar Alben gehört, aber abseits davon muss ich sagen, ist so der Oldschool-Punk bei mir noch so ein blinder Fleck, der geht immer so ein bisschen an mir vorbei, bin ja auch so, in den 90ern, frühen 2000ern sozialisiert worden, da war dann halt der Skate-Punk und Pop-Punk und keine Ahnung was, Grunge und später Hardcore-Punk und so weiter, was es da alles gab, war dann irgendwie viel präsenter als so dieser traditionelle, ich glaube, das nennt man 77-Punk oder 76er-Punk, keine Ahnung, auf jeden Fall diese Londoner Schule und ja, keine Ahnung, ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock. War ja natürlich dadurch, dass es dann am Ende auch wirklich ausverkauft war, sehr, 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 sehr voll. Das Bett ist, glaube ich, für ein paar hundert Menschen ausgelegt. 300-400, keine Ahnung, wie viel da genau reingehen. Auf den Aufnahmen kann man so ein bisschen erahnen. Es war schon sehr, sehr kuschelig. Wir standen auch eher so ein bisschen seitlich von der Bühne, wenn ihr euch das Bett so vorstellen müsst. Die Bühne ragt so in den Raum rein und links und rechts. Vor allen Dingen vom Zuschauer aus gesehen, rechts ist noch ein bisschen mehr Platz, weil da geht es auch zu den Toiletten und so. Da kann man dann zwar relativ nah an die Bühne ran, aber sieht halt alles so ein bisschen von der Seite. Deswegen entschuldigt auch die ganzen Aufnahmen, die ich mitgebracht habe. Die sind so erst ein bisschen seitlich. Ging aber nicht anders, war einfach sehr, sehr voll. Wo es auch sehr, sehr voll war, war am Tresen. Ja, das Tresenpersonal tat mir auch ein bisschen leid. Es waren halt knapp 3-4 Leute und dann halt für mehrere hunderte durstige Menschen. Deswegen hat das mal ein bisschen gedauert, bis man da zum Trinken kam. Aber na gut, macht ja nichts. Man muss ja irgendeinen Tod muss man sterben. Und es ist auch schön, dass die Konzerte auch mal wieder ausverkauft sind, auch so im Underground. Das hat mich ja wirklich ein bisschen gefreut. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob man bei UK Subs noch von Underground reden kann. Aber mir kommen sie ja noch sehr, sehr undergroundig früher, dafür, dass sie halt schon bald 50 Jahre existieren. Und eigentlich dafür, dass ich jetzt wirklich gar keinen Song von denen im Kopf hatte. Aber ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, wir hatten sogar eine Folkband mit dabei, die Nasty Rumors. Das ist eine Punkband aus der Schweiz, das haben sie nicht nur gesagt, das hat man auch gehört am schweizerdeutschen Akzent. Ja, haben sie auch selbst gesagt, dass sie ein bisschen komisch reden oder dass sie deswegen ein bisschen komisch reden, weil sie aus der Schweiz kommen. Also mit dem eigenen, ein bisschen Selbstironie war auf jeden Fall mit dabei. Den Defibrillator holen, kommt schon gut. Vis-à-vis. War auch absolut in Ordnung, war jetzt nichts Weltbewegendes, aber es war halt klassischer Punk, so wie man sich das vorstellt, gestreifte Hosen, enge Hosen vor allen Dingen, ja, ärmellose Oberteile und ja, hochgegelte, spikige Haare, also wirklich so, wie man sich das so aus einem Bilderbuch vorstellt, ja, der Punkrocker. Ja, die Songs, wie gesagt, sind ziemlich klassisch und die meisten Songs klangen in meinen Ohren ziemlich ähnlich, will jetzt aber auch nicht irgendwie zu nahe treten, weil ich kannte die Band jetzt vorher nicht. Der Schriftzug kam mir bekannt vor. Kann sein, dass ich denen doch irgendwo begegnet bin, aber ich hatte jetzt auch den Sound von ihnen so nicht wirklich im Ohr gehabt. Von daher will ich dazu auch gar nicht so viel sagen. Die Leute da, es war ja auch da schon richtig voll und die Leute hatten richtig viel Spaß mit der Vorband. Von daher alles richtig gemacht. Und wie gesagt, auch da, wo ich stand, da ging es nicht nur zu den Toiletten, sondern auch zum Backstage. Das heißt, da standen auch immer die Musiker. Es kamen so unglaublich viele Leute auch zur Vorband und haben denen gesagt, wie geil sie sie finden. Also von daher alles richtig gemacht. Ich möchte jetzt überhaupt auch gar keinen Haar in der Suppe suchen. Hat Spaß gemacht. Hab halt den halben Gig auch zusätzlich noch am Tresen verbracht, bis ich endlich mal was zu trinken bekommen habe. Aber gut, Bett ist nicht groß, man kann von dort auch eigentlich relativ gut alles sehen. So, jetzt aber genug der Vorrede, kommen wir mal zu den UK Subs. UK Subs, habe auf die Setlist geguckt, in Köln haben sie 23 Songs gespielt, hier haben sie 22 Songs gespielt, es gab nicht drei, sondern nur zwei Zugaben. Also überhaupt zwei Zugaben gespielt, das ist schon ein ziemliches Wunder. Ich komme ja eigentlich so eher aus der Ecke Black und Death Metal, da gibt es meistens gar keine Zugaben, von daher war das ja schon eine ziemliche Überraschung. Man merkt es halt auch hier,
Das sind Miterfinder des Punkrocks, die waren so an der Keimzelle mit dabei, beziehungsweise Charlie Harper war mit dabei und man hört einfach raus, so seine verschiedenen Einflüsse hat. Kommt, glaube ich, wie ich es so gehört habe, ursprünglich aus dem Rhythm and Blues in seiner Jugend. Daher auch immer so ein bisschen andere Einflüsse mit drin, finde ich gar nicht mal schlecht. Auch zum Beispiel auch der Song Ice Age, den fand ich richtig stark. Das war jetzt keiner so dieser klassischen Hits, aber der hatte so einen leichten post-punkigen Einschlag, gerade was die Vocals betraf. Fand ich hier richtig, richtig Bombe, richtig gut. Abseits davon gab es richtig tolle Sachen. Und ich meine, was mir auch so aufgefallen ist, beim Durchhören so auf YouTube Music und auf den Streaming-Portalen, so, dass es, glaube ich, so mit einer der größeren Songs von ihnen Warhead ist, wo ich im Refrain verstanden habe, wohin. Solider, geiler Song, kann man sofort mitsingen und das ist auch das Ding. Ich habe mir vorher die Songs ein paar Mal angehört, so 2-3 Alben, ein Live-Album und so weiter angehört, aber man konnte ja auch direkt mitsingen. Das ist ja das Schöne. Das ist ja eigentlich so das Schöne am Punkrock. Man geht auf ein Konzert, der Refrain besteht meistens aus, dass der Songtitel mehrfach wiederholt wird, man ist sofort drin, einfache Melodie und man kann sofort mitmachen. Das finde ich so, dieser Mitmachcharakter am Punk, das finde ich richtig geil. War eine richtig positive Stimmung, richtig gut drauf alle. Ich hatte auch jetzt nicht irgendwie so das Gefühl, dass wie bei, ich will das Thema jetzt nicht schon wieder aufmachen, aber man oftmals hat man ja auch bei so moderneren Punkrock-Bands das Gefühl, dass die alle sich sehr ernst nehmen, sehr schwer, versuchen sehr, sehr viel Sozialkritik, sehr viel Gesellschaftskritik reinzulegen und das Ganze immer so furchtbar ernst wirkt. Hier, das hatte eine eher unbeschwertere Art. Ich meine, klar, auch wie gesagt, Warhead oder auch andere Songs, da geht es ja alle auch um politische Sachen, Kalter Krieg, gut, da ist auch halt dem Alter der Band geschuldet, dass die alten Songs dann halt auch eher sich was mit Kaltem Krieg und so weiter und den Themen der 80er und Co. beschäftigen oder 70er. Aber ist ja gar nicht so schlimm. Trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Die Themen damals waren zwar auch nicht gerade einfach, aber die Präsentation wirkt unbeschwerter, lockerer und auch unverkrampfter, als es heute teilweise der Fall ist. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und nochmal ein großes Lob auch an Charlie Harper. Ich muss sagen, dafür, dass der Mann fast 80 ist, steht er souverän auf der Bühne, hat Spaß. Es wirkt irgendwie nicht total einfach runtergedudelt. Er kann auch heute noch perfekt mit den Leuten in der ersten Reihe irgendwelche Witzchen machen und interagiert perfekt mit den Leuten. Also gut, das ist halt einfach ein Vollprofi, auch über die Jahrzehnte lange Erfahrung, aber man merkt auch, er macht es nicht, weil er muss, er macht es, weil er Spaß dran hat. Er hat einfach Bock auf das, was er macht und er macht es einfach gerne. Und das überträgt sich auch sehr, sehr schnell aufs Publikum, auch auf jemanden wie mich, der normalerweise nicht viel damit zu tun hat. Es waren auch noch viele andere tolle Songs dabei. Ich glaube, mit der Opener war Emotional Blackmail. Auch ein sehr, sehr starker Song. Das ist mir auch vorab ein bisschen rausgestochen, als ich mir die Sachen angehört habe. Auch ein sehr, sehr guter Song. CID gehörte zur Zugabe, genauso wie Party in Paris. Auch sehr, sehr gut. Ging auch sehr, sehr gut ins Ohr. Man hat an manchen Stellen auf jeden Fall gemerkt, dass nachgefolgende Bands, die nach ihnen sich gegründet haben, auch sich an den UK-Subs orientiert haben. Ich fand zum Beispiel, dass es einen Song gab, der mich total an die Onkels erinnert. Ich gehe mal davon aus, dass die Onkels sind ja Anfang der 80er gegründet, dass sie auch wahrscheinlich UK-Subs gehört haben und von daher auch da musikalisch sich haben beeinflussen lassen. Oder auch Mülheim Asozial habe ich zum Beispiel diesen Song da hier. Propaganda der Juppie-Schweine, Arbeit hast du besser keine. Gab auch einen Song, da habe ich mir gedacht, so, oh, hier die Basslinie und der Rhythmus, das erinnert mich auch komplett daran. Also
viel, wenn man ein bisschen Punk kennt und so ein paar Bands, bekanntere Bands oder auch untergründige Bands kennt, da kann man immer viele Parallelen auch zu solchen alten Größen ziehen und da sind die UK Subs natürlich gar keine Ausnahme. Hat mir echt gut gefallen, hat mir Spaß gemacht insgesamt. Hat insgesamt, ja, ich glaube kurz vor 11 war das Ganze dann noch zu Ende. Es war nicht ganz pünktlich um 8:30 losgegangen, halt klar, hat ja noch am Einlass ein bisschen gedauert. So 2 Stunden 20 würde ich dem ganzen Konzert geben. Passt aber auch, ist ein Punk-Konzert, das muss ja kein Doom-Metal-Konzert sein, was 3 Stunden dauert. Absolut in Ordnung vom Energielevel, vom Faktor. Ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht länger in diesem zu vollen Laden ausgehalten. Fand ich ganz gut, dass es dann auch so ein Ende gefunden hat und nicht ewig lang gegangen ist. Von daher, ich hätte jetzt auch keine zweite Vorband oder so noch gebraucht. Das war absolut in Ordnung. Es war auf jeden Fall toll, die Band nochmal live zu sehen, weil ich habe keine Ahnung, ob man die Chance in Frankfurt in Zukunft nochmal haben wird. Von daher gut, dass ich das mitgenommen habe. Und wenn ihr nochmal die Band live sehen wollt, guckt mal auf die Tourdaten. Sie sollten jetzt noch bis Anfang Februar ein paar Gigs in Deutschland spielen. Nehmt es auf jeden Fall wahr, geht dahin, habt ein bisschen Spaß. Es lohnt sich. Und wenn ihr die UK Subs schon mal gesehen habt, schreibt es in die Kommentare und lasst uns ein bisschen wissen, was ihr über die UK Subs oder generell über Punkrock denkt. Ich habe hier so ein metalllastiges Publikum, deswegen schreibt mal rein, was ihr generell von Punkrock haltet, aber vor allen Dingen von dem Oldschool-Punkrock. Über den neuen Punkrock kann ich ehrlich gesagt gar nichts laden. Für mich ist es, glaube ich, schon neuerer Punkrock, weil das, was vor 20 Jahren rausgekommen ist. So, jetzt sind wir auch mal wirklich gut. Ihr kennt das Spielchen. Tot gehört, liken, subscriben und überhaupt überall folgen, wo es uns gibt. Ja. So, und zeigt dieses Video dem letzten Mohikaner. Ich war Adrian von Tod gehört und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, auf Wiedersehen! Thank you so much. Frankfurt's never been this good for us. Thank you. Thanks for coming out.